und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Lindford. Heute wollen wir einfach nur eine kurze Reaktion auf unser eigenes Video machen, und zwar Dacia Duster. Das, was passiert ist, werbetechnisch, hat wirklich alle Rekorde gebrochen, die wir bis jetzt hatten. Also 360.000 knapp, das ist wirklich mit Abstand das beste Video, was wir jemals gemacht haben. Vielen Dank nochmal für Support und für Liken, für Kommentieren, für alles. Ja. Dafür auch machen wir so ein kleines Paket für euch. Als Weihnachts-Edition gibt es bei uns einen Führerschein-Pullover, ja, ein T-Shirt und einen Schlüsselanhänger für 79 Euro. Ja, glatt. Das sind drei Teile, da spart ihr wirklich einiges. Und jetzt zu Weihnachten ist natürlich schön warm, hat man alles, was man so braucht. Das Angebot gilt bis zum 24. Kann man auch hier vor Ort kaufen oder online bestellen. Wir werden die Pakete jetzt online stellen ab sofort. Und hier unten gibt es noch einen Link. Und jetzt geht es weiter zum Thema Dacia Duster. Eigentlich war das wirklich nur Spaß gedacht, wo wir uns so ein bisschen mit Jean-Pierre lustig gemacht haben. Ich hab mich lustig über den Dacia gemacht. Ja, und das, was passiert ist, ich muss alles zurücknehmen, was ich gegen Dacia gesagt habe. Ja. Beziehungsweise ich habe ja nicht viel gesagt, ich habe ja nur gesagt, aus dem Auto kann man nichts machen. Ja, aber dann habe ich mich hingesetzt und das Ergebnis kennt ihr ja schon. Also ich muss eins sagen, das Video hat 356.400 Aufrufe. Das ist das höchste Video von Aufrufen, Zahlen, was wir jemals hatten. Wer hätte das gedacht, dass ein Dacia sich gegen Lamborghini, McLaren und Co. durchsetzt? Ich nicht. Ja, und die Resonanz? Wir haben aktuell bei den Kommentaren 2099 Kommentare. Und das sind wirklich fast alle, ich würde sagen sogar zu 99%, alle krass positiv. Die sind echt alle überrascht, was man aus dem Auto rausholen kann. Wenn ich ehrlich sein soll, das habe ich mir am Anfang auch nicht gedacht, dass man aus dem Dacia sowas rausholen kann. Und ich finde die Resonanz sehr gut, ja, und wir werden definitiv eine entschärfte Version mit Straßenzulassung bauen. Im Prinzip für das Bodykit, was wir jetzt hier sehen, für das Konzept, könnten wir auch ein TÜV-Teilegutachten bekommen. Ja, das wäre nicht so das große Problem. Nur natürlich mit der Tiefe und mit dem Y-Bodykit müsste man dann die Radkästen rausschneiden, damit das Rad da einfedern kann. Ja, das wäre das Einzige, was man machen müsste. Ja, also ich habe auch vorhin mit dem Jean-Pierre geschrieben und habe darüber berichtet, was das Video bei mir auf dem Kanal eingerichtet hat, und der war selber echt krass überrascht. Was ich auch überrascht bin, dass sich Dacia nicht gemeldet hat, weil anstelle von Dacia hätte ich mich auch gemeldet und würde sagen, Jungs, baut das definitiv. Also irgendwie habe ich bei Dacia keinen Ansprechpartner und Jean-Pierre auch nicht. Ja. Ich habe die Marketingabteilung angeschrieben, ob die Interesse hätten, so ein Monster zu bauen, vielleicht eine Kleinserie oder sowas. Aber da habe ich noch keine Antwort bekommen. Ja. Was wir noch machen werden, ist nicht nur entschärfte Version dafür, ja, für die Straßenversion, sondern wir werden auch noch eine Offroad-Version machen. Ja. Also im Prinzip ein Dacia Duster mit fetten Stollen, Reifen und so weiter. Ich bin selber sehr neugierig, was wir aus dem Dacia rausholen. Ich glaube, der wird brutal sein, wenn man das Auto auch hoch macht und so weiter. Ich würde da vielleicht hier oben auf dem Dach ein paar Leuchten einbauen. So einen krassen Dachgepäckträger mit irgendwas oben drauf. Vielleicht ein paar Leuchten und so weiter. Die Haube, auf der Haube würde ich nichts drauf machen. Ich finde die im Prinzip von Design her, von Dacia selber, krass, gut, also von wirklich Respekt. Am Grill, weiß ich nicht, ich würde da nichts ändern. Ich finde am Grill eigentlich sehr cool. Stollenreifen? Ja. Stollenreifen, andere Felgen drauf. Ja, mal gucken, was wir da draus zaubern. Ne? Ich liebe eure Kommentare wirklich. Ich lese mir wirklich so viele wie möglich. Natürlich bei 2100 Kommentaren bin ich da den ganzen Tag beschäftigt. Aber wirklich, ich versuche so viel wie möglich mir durchzulesen und sogar zu beantworten. Ja, nee, ist wirklich, also krass. Krass, krass, krass. Würde ich direkt kaufen.
Wo sind Vorbestellungen? Echt super Konzept. Das Bodykit verändert die ganze Karosserie. Coole Aktion von dem Dacia Autohaus. Vielen Dank nochmal an das Autohaus Berns in Moers. Hier ist nochmal eine Karte. Sieht man das, Sascha? Ja. Ja. Vielen Dank, wirklich. Dann machen wir so ein bisschen Werbung. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir irgendwelche Werbungen machen. Ich habe vorhin Carbon gemacht, deswegen habe ich hier schwarze Hände. Auf jeden Fall werden wir nicht bezahlt, weder von dem Autohaus noch von Dacia oder sonstiges. Nur mal vorab, weil viele denken, ja, Belzec macht jetzt Werbung für Dacia, weil er irgendwie Geld bekommt. Nein. Nein, 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 nein. Ne? Ja, so hier, Stefan M. Scheiß die Wand an. Das Gerät braucht einen Namen. Zappenduster wäre mein Vorschlag. Nächstes Jahr werden wir definitiv so ein Auto bauen. Und nicht nur Karosserie, sondern das, was wir auch machen können, ja, was viele nicht wissen, ja, wir können auch am Motor was machen. Oder sogar einen anderen Motor da einbauen. Gar kein Problem. Das haben wir nie gemacht. Beziehungsweise wir machen wir sehr, sehr, sehr selten, nur bei unseren Autos oder sowas. Ja, vielleicht schiebt man wieder wirklich so einen krassen Motor rein. Ja. Und dann ärgern wir ein paar Leute hier auf der Autobahn mit dem Dacia Duster. Und ja, oder so Viertelmeile, da denkt man, oh je, da kommt ein Dacia Duster. Hat höchste mit 150 PS. Und dann schiebt man wieder, was weiß ich, 350, 400 PS. Schmeißt mal alles innen raus. Zwei Schallensitze von Recaro rein. Ja, Leichtbau, alles in Carbon. Ja, ich glaube, das wird scheppern. So, das war's hier von mir aus Kaplitfort. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare, für alle Abonnenten, die wir haben. Wir haben fast 70.000, das ist eine super Leistung. Und weiter so, dann schaffen wir die 100.000 Abonnenten auch.